Hallo, grüß euch, wieder Sonntag, wieder Zeit für zwei neue Motive, die es limitiert exklusiv in meinem Online-Shop erhältlich gibt. Es hat Eigendesigns auf Kunstleder. Und heute haben wir die Miete. Die Miete kommt wie immer auf einem Panel von 34 auf 34 cm, das Motiv ca. 17 cm. Passende Kunstleder-Uni-Farben, dazu hätten wir einmal Cappuccino. Und der Allrounder Kiesel. Das zweite Motiv, das ab sofort erhältlich gibt, ist die Lady auf Motorrad. Auf einem Motorrad hast du eigentlich. Geil, ich habe das Video, glaube ich, schon jetzt 50 Mal gemacht, weil ich mich schon so oft verrennt habe. Macht nichts. Machen wir auch noch 50 Mal, passt da. Passend dazu wäre die Unifarbe Pistazie. Ist Geschmackssache, ich finde, das schaut richtig cool aus. Und die zweite Farbe passend dazu ist natürlich Ebenholz. Ja, weil ich öfters gefragt werde, wie ein Schnittmuster für die Taschen, speziell eben für Paneele zum Vernähen. Ich habe bei meinen Motive, bei meinen Paneele, wo ich schon Mustertaschen dazu habe, wo Designnäher, die ich selber genäht habe, habe ich unten in der Beschreibung im Onlineshop natürlich die Schnittmuster verlinkt. Gerade wenn man jetzt aber anfängt, ist das ein bisschen schwierig, weil manche Schnittmuster sind ein bisschen gefuchst, vor allem was der Reißverschluss anbelangt oder was Zubehör anbelangt, weil man dann oft relativ viel dazu braucht. Mein Tipp deshalb: Schaut euch einfach ein bisschen mit YouTube durch oder Instagram oder sowas. Da sind ganz viele Taschen, die was einfach nur so quadratisch oder viereckert sind. Ja, also quadratisch oder viereckert. Rechteckig oder viereckig sind. Oh, es ist Sonntag, es ist so hin. Und ich rate immer Anfängern dazu mal mit Druckknopf arbeiten, ne? Und nicht gleich einen Reißverschluss und Teilungen und viel schaut zwar meistens noch mehr aus, aber ist natürlich auch für den Anfang ein bisschen gewinkelt. Und wenn man dann verzweifelt, ist es nicht lustig. Da ist gescheiter, man hat eine ganz schlichte Tasche mal von Anfang, man hat das Erfolgserlebnis und kann sie dann ja steigern. Und das sind meistens diese Taschen, wo einfach nur ein Maß hergeben wird und die Ecken einfach nur 4 cm, 3 auf 3 cm eingeschnitten wird und noch ein Zaum genäht wird. Also die sind relativ simpel zu machen. Und so wie für die Druckknöpfe zum Beispiel braucht man kein extriges Werkzeug. Für diese Riemenhalter, was ich da auch in meinem Onlineshop anbiete, braucht es auch kein eigenes Werkzeug. Maximum eine Lochzange und selbst wenn ihr den nicht habt, funktioniert das mit einer Ahle eigentlich auch recht gut. Ja, ich glaube, da hat man dann eben flott ein Erfolgserlebnis und das ist viel lustiger nachher und einfach, wenn man schon was hat. So, mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Baba!